Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte hier: فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَةُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Wessen Hijra Allah und seinem Gesandten gewidmet ist, dessen Hijra ist Allah und seinem Gesandten gewidmet. Hier ist eine Frage. Hier sollte man sich eine Frage stellen. Es gibt in der arabischen Sprache etwas, damit du das verstehst, erwähne ich das kurz. Das nennt sich Jumla zu Schort. Es gibt sowas Ähnliches, gibt es auch in der deutschen Sprache. Dort nennt man das eben einen Bedingungssatz oder Konditionalsatz. Konditionalsatz, Bedingungssatz. Also sowas wie ein Wenn-Dann-Satz. Und dieser besteht aus zwei Teilen. Wenn man es ja hört, den ersten Satz, der beinhaltet so viel wie die Bedingung. Und der zweite beinhaltet die Folge davon. Also den Vordersatz mit der Voraussetzung und einen Folgesatz. Die normale Weise ist es so, dass der Vordersatz und der Folgesatz nicht identisch sein können. Normalerweise. Also normalerweise würde ich nicht sagen, zum Beispiel, إِذَا جِئْتَنِي فَقَدْ جِئْتَنِي auf der arabischen Sprache. Wenn du kommst, dann kommst du. Wenn du kommst, dann kommst du. Das würde man eigentlich nicht sagen, oder das ist kein vollständiger Bedingungssatz, denn eigentlich möchte ich ja die Folge dieser Handlung wissen. Also wie wenn ich zum Beispiel sagen würde, wenn du kommst, dann bekommst du so und so. Wenn du kommst, dann lade ich dich zum Essen ein oder sonst etwas. Und deswegen haben sich die Gelehrten hier gefragt, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einfach nur den zweiten Satz, also den Folgesatz, wiederholt? Also wenn du das mal jetzt nur dir anhörst, wirst du merken, dass das gleiche ist. Man kanat hijratu ila Allahi wa Rasul, das ist der Vordersatz. Antwort, Folge, fa hijratu ila Allahi wa Rasul, das ist das gleiche. Der Satz wurde einfach wiederholt. Und deswegen haben die Gelehrten hier die Ahlul Ilm darüber gegrübelt, was für eine Ursache das haben kann. Einige sagten, Ibn Rajab, rahimahullah, er sagte, die Ursache dafür ist, dass das allerhöchste Ziel oder die allerhöchste Gabe und Belohnung, die ein Mensch erlangen kann und bestreben kann, das ist Allah und sein Gesandter. Und daher hat er einfach den ersten Satz wiederholt, in dem Allah und sein Gesandter erwähnt worden sind, da es nichts Größeres gibt. Das ist die Vergeltung und die Entlohnung des Ikhlas. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch einen interessanten Faktor. Und zwar bei dem anderen zweiten Beispiel, das der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier geprägt hat, und zwar die Auswanderung für weltliche Dinge. Hier sehen wir auch etwas Seltsames. Er sagt hier nämlich, und wessen Auswanderung der Dunya gewidmet ist, oder einer Frau, die er heiratet. So, jetzt schauen wir jetzt, was er hier anders gemacht hat. Er hat nicht hier das gleiche, also dieses gleiche Muster verwendet, wie im ersten Beispiel. Er sagt dann nicht, dann ist seine Hijra, seine Auswanderung, der Dunya und der Frau gewidmet. Oder dann gilt sie ihnen. Das hat er hier nicht gesagt. Er hat hier einfach was Folgendes gemacht. Er hat gesagt, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Dann gilt seine Hijra eben dem, wofür er ausgewandert ist. Er hat diese zwei Elemente oder diese Ursachen, sage ich mal, nicht bei Namen erwähnt, wie das vorher gemacht. Er hat sie einfach durch Pronomen ersetzt.
Und auch hier stellt sich natürlich die Frage, warum dann diese Abweichung im Stil beim ersten Mal so, beim zweiten Satz so. Das hat auch eine Ursache. Das sind diese pädagogischen Aspekte oder die Aspekte der Tazkir, die ich gemeint habe, oder des Suluk, man kann nennen es, wie man es mag. Hiermit weist der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hin, dass diese Elemente nicht einmal nennenswert sind, wenn du mit deinen Handlungen, die reine Gottesdienste darstellen, oder zumindest vorgibst, damit etwas Gottesdienstliches zu praktizieren, im Inneren aber derartige weltliche Absichten hegst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam weist durch diesen Stil darauf hin, dass diese Dinge es nicht wert sind. Deswegen hat er sie nicht bei Namen genannt, sondern einfach ihre Namen durch Pronomen ersetzt. Das heißt aber nicht, man kann sich natürlich die Frage stellen, man hört ja aus diesem Hadith einen gewissen Tadel raus. Also man hört raus, dass dieser Hadith ein etwas, sagen wir mal so, etwas Kritisches yani, enthält, als ob diese Personen dafür kritisiert werden. Es stellt sich aber die Frage, ist es denn verboten? Ist es denn verboten für seinen Lebensunterhalt auszuwandern? Oder für die Heirat einer Frau auszuwandern? Nein, das ist nicht verboten. Ist nicht verboten. Allah Ta'ala sagt, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Verbreitet euch auf der Erde, verteilt euch auf der Erde, streut euch aus und sucht nach dem Fadl, hier ist die Versorgung, der Unterhalt gemeint, nach der Gunst Allahs. Das heißt, das ist gar keine verbotene Handlung, aber warum wird es dann in so einem negativen Licht gestellt? Hier geht es um jemanden, der nach dem äußeren Schein vorgibt, eine fromme Handlung auszuführen oder eine gottesdienstliche Handlung. Also er tut so, wobei er innerlich ganz andere, ganz banale und profane weltliche Absichten hegt. Das ist tadelnswert. Aber die Handlungen hier selbst sind nichts Schlimmes mehr. Für eine Frau auszuwandern, um sie zu heiraten, seine Heimat zu verlassen oder wegen dem Rizq, dabei ist ja nichts. In diesem Kontext wird auch eine Geschichte erwähnt, und zwar diese Geschichte hat einen Namen bekommen, man nennt sie Muhajir Ummi Qais. Muhajir Ummi Qais, das heißt der Auswanderer der Umqais. Umqais ist eine Frau gewesen, die so hieß von den Ansar. Und jemand wollte sie heiraten, sie hat aber vorausgesetzt, dass er auswandert. Und er ist dann tatsächlich auch ausgewandert und man hat ihm dann diesen Namen gegeben, Muhajir Ummi Qais. Warum erwähne ich das hier? Weil manche erwähnen, dass die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dieser Hadith, yani, den wir hier gerade behandeln, dieser Vorfall sei die Ursache für die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber das ist nicht korrekt. Die Geschichte selbst, ja, sie besteht tatsächlich. Es gab jemanden, der so genannt wurde und wegen einer Frau ausgewandert ist und die Frau hieß Ummu Qais. Das ist okay, das wird tatsächlich überliefert bei Sa'id ibn Mansur. Aber in der Überlieferung ist keineswegs zu verstehen, dass dieser Vorfall Ursache für diesen Hadith war. Ursache dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Worte ausgesprochen hat.